zwischen Menschenrechten und Bürgerrechten. Ja. Wo liegt die Unterscheidung genau? Die Unterscheidung ist, dass die Bürgerrechte nur einer bestimmten Gruppe Rechte geben, nämlich die, die den Status der Bürger erhalten, im Gegensatz zu den Menschenrechten, die eine Grundlage oder zumindest ein Minimum von Rechten jedem garantieren, der als Mensch auf die Welt kommt. Deshalb ist in diesem Sinne, können Bürgerrechte sehr segregativ sein. Ich habe zum Beispiel ein Wahlplakat am Weg hierher gesehen, da steht Fairness für die Österreicher von der FPÖ. Das heißt, das Recht der Fairness steht nur einer gewissen Gruppe zu, nämlich die, die den Namen Österreicher kriegen. So kann man auch leicht eigentlich, was Menschenrechte sein sollten, reduzieren zu Bürgerrechten. Das heißt, zu Rechten nur für eine bestimmte Gruppe und dabei schließt man andere Menschen aus, deren Menschenrechte dadurch eigentlich verletzt werden. Sie haben im Gespräch mit Menschen immer eine besondere Freiheit angesprochen. Ist in der Psychoanalyse die Freiheit anders als im täglichen Leben? Ja, es gibt eine Freiheit, die eigentlich nur im psychoanalytischen Raum möglich ist, nämlich die Freiheit, sogar die Aufforderung, alles zu sagen, was einem durch den Kopf geht. Das ist ja eine Einladung, die es nirgendwo anders gibt, und es ist vielleicht auch nicht besonders gut oder klug, an jedem anderen Platz so etwas zu machen. Nicht? Sogar nicht in der eigenen Familie könnte ich raten, immer alles zu sagen. Das könnte teilweise vielleicht unangenehme Folgen haben. Aber in der analytischen Sitzung laden wir die Leute ein, wirklich alles zu sagen. Jeden Unsinn, jede Unmöglichkeit und alles Unsagbare. Das ist eine bestimmte Art von Freiheit, glaube ich schon, die besonders ist. Und in dem Gespräch hier, in der Veranstaltung, wird das Fremde und die Angst vor dem Fremden zum Thema gemacht. Wie machen Sie das? Wir machen das hier dadurch, dass wir sehr viele Leute eingeladen haben, von denen wir glauben, dass sie etwas dazu sagen können und auch das Thema ihnen am Herzen liegt und ein bisschen die Haltung haben, dass man das Fremde nicht einfach wegwischen kann, sondern da das Fremde eigentlich zu unserem Intimsten gehört, damit umgehen muss. Und wir haben beschlossen, sie könnten das eine intellektuelle Machtdemonstration nennen, zusammen mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und des Geisteslebens einen Diskurs zu führen darüber. Das ist eine Art von Demonstration zu reden, miteinander, vielleicht auch teilweise kontrovers, anstatt einfach die Ängste hochzuhalten und glauben, so Probleme zu lösen können für eine Gruppe, dadurch, dass man sie auf eine andere Gruppe schiebt, wie es immer mehr im politischen Diskurs gemacht wird. Wenn ich jetzt in der Psychoanalyse schaue, sind das normale Menschen oder kranke Menschen und kann man das dann auf die allgemeine Gesellschaft umlegen? Jacques Alain Miller sagte, wir sind alle delirant, was nicht heißt, dass wir alle psychotisch sind, aber in jedem von uns, unser Intimstes kann man sagen, ist in dem Sinne verrückt, als es sich in keinerlei Normen einfassen lässt. Was als krank oder gesund gilt, das muss jeder Einzelne für sich in Bezug auf seinen eigenen Leidensdruck entscheiden. Das ist nicht die Sache, jemand anderen zu entscheiden, ob jemand krank ist. Und hilft der Diskurs über Angst zum Beispiel? Wenn wir davon reden, dass es darum geht, dass die Angst auf jemanden projiziert wird, ja, der als fremd empfunden wird. Diese Art von Angst ist, glaube ich, eine Begegnung, und zwar eine ehrliche Begegnung, keine Begegnung von einem, der gnädig ist, zu einem, der
ein Opfer ist, sondern eine ehrliche Begegnung mit allen Konflikten und Unterschieden und Forderungen und Diskrepanzen, wohl die einzige Alternative zu dem tiefstmenschlichen Neigung der Aussonderung und der Segregation. Weil was für uns am leichtesten ist, ist das Aussondern. Alles, was wir bei uns nicht haben wollen, schieben wir auf jemanden anderen. Das ist schwerer, wenn Berührung mit dem anderen ist, in einer Ebene der Begegnung, nicht im persönlichen Sinn, sondern im Sinne, dass man irgendwie miteinander streiten muss. Nicht? Und was würden Sie besonders hervorheben, was für Sie sehr wichtig ist in der Psychoanalyse? Für mich in der Psychoanalyse ist sehr wichtig, die subversive Qualität des Unbewussten den Raum zu geben, den ihn Freud und nachher Lacan gegeben hat. Und das wäre? Dass das Unbewusste zwar das Allerprivateste und Intimste jedes Menschen ist, aber das Unbewusste, so sagt Lacan, ist auch politisch. Das heißt, es beinhaltet auch das, was in einer gewissen Gesellschaft, Kultur nicht akzeptiert ist. Insofern ist die Psychoanalyse subversiv, weil sie aufdeckt, was die Gesellschaft und auch der Einzelnen nicht wissen. Und das ist eigentlich die Aufgabe der Psychoanalyse. Danke für das Gespräch. Danke Ihnen.